Meine Damen und Herren, ich brauche ein Bild. Da ist es. Ein Bild mit der Überschrift nächtlicher Lärm. Ich habe zu diesem Bild, um zur Verständlichkeit beizutragen, Verse gemacht. Und die wollte ich jetzt bei dieser Gelegenheit vortragen. Und Sie können das Zeile für Zeile überprüfen anhand dieser Zeile. Der Kuchenruf. Der Kuchenruf. Du willst was und du kriegst es nicht, stehst ohne was im Abendlicht, du siehst es und du glaubst es kaum, es ist ein Wunder, ist ein Traum, da kommt und ohne groß zu suchen, ein kleines Schwein zu Käsekuchen. Und diese Angelegenheit fängt an, indem das Schweinchen schreit. Es ist helle Nacht. Die Autos schlafen im Straßental, gezeichnet mit viel zarten Schraffen, kein Lineal, stimmt man noch. Und es geschieht auf rechtes Blatt ein Schweineschrei, der es in sich hat. Viermal Käsekuchen schreit es, dann tut Wächter was Gescheites. Kaum hat Schweinchen gut gebrüllt, hat er ihm den Wunsch erfüllt. Ist dies etwa zu versöhnlich? Auch unerfüllt wäre es ungewöhnlich, allein die Situation. Wer traut sich schon nachts auf den Straßen ganz allein, ganz lauthals Käsekuchen schreien? Nur die Sau, die ist so dreist, wie sie da ihr Maul aufreißt. Und was sieht nun der Betrachter? Fenster auf. Ein Mann. Was macht er? Man sieht's aus der Vogelschau ganz genau. Pinky, hierher, ruft der Alte, den der Wächter dahin malte. Ein Kuchenstück gleich noch dazu. Jetzt hat die liebe Seele Ruhe. Was will der Cartoonist uns zeigen? Er zeigt, was wir so oft verschweigen. Er weckt beim Tier, bei mir und dir die reine, wunderbare Gier. Die Sehnsucht und das, was sie stillt auf einem großartigen Bild. Pinky, hierher! So soll's sein. Glücks genug für kleines Schwein. Wäre nicht jeder hier, ich frage, auch sehr gern in Schweinchens Lage? Oder wenigstens der Mann, der Abhilfe schaffen kann? Hörst du nachts den Kuchenschrei, ruf nicht gleich die Polizei. Mach dein Fenster auf und schau, draußen schreit die kleine Sau. Gib ihr, was sie will, vielleicht ist sie dann still.